Hallo, mein Lieben. Ja, manchmal hat man super, super günstige Objekte, aber wie immer gibt es Vor- und Nachteile. Ich möchte immer alle Nachteile gleich mit benennen, damit ich später keine Probleme habe und ihr auch das bekommt, was ihr gelesen habt und auch euch vorgestellt habt. Und hier ist das Positive natürlich der Preis. 25.000 Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung sind natürlich geschenkt. Die ist auch nur 7 Minuten circa zu Fuß zum Strand, ist in einer City mit auch einem Pool und die Häuser sind nur 3 Stockwerke, also mit Eingangsbereich 4 Stockwerke. Dann schauen wir uns jetzt mal die Bilder an. Der Stadtteil ist Konakle. Das ist der Grund, warum sie auch so günstig ist. Die gleiche Wohnung in Mahmutlar oder Kessel, der ist sowieso teurer, Mahmutlar würde sie viel mehr kosten. Warum? Also in Mahmutlar würde diese Wohnung um die 40.000 kosten. Warum? Weil Mahmutlar ist halt alles da. In Mahmutlar haben wir auch Bankfilialen von fast jeder großen Bank. In Kessel haben wir zum Beispiel nur nicht mal 10% von den Restaurants, was es in Mahmutlar gibt. Also in Mahmutlar haben wir 90% mehr Restaurants und in Kessel haben wir nicht mal eine Bank. Ja? Nur mal so nebenbei gesagt. Und Konakle ist hier, wo das rote Fähnchen hängt und da ist halt fast gar nichts. Ja? Und wenn, dann sind es so Touristensachen. Und deswegen ist halt dort günstiger. Ja? Deswegen ist dort günstiger und wie gesagt, die gleiche Wohnung in Kessel sowieso unbezahlbar. 70.000, 80.000. Und in Mahmutlar 50.000, 40.000 mindestens, mindestens. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal die Wohnung an. Aber wem das egal ist, wem es scheißegal ist, Hauptsache nahe Alanya, Hauptsache in der Türkei, Hauptsache weg von Germany und ruhig gelegen und ordentliche Größe und man hat halt vielleicht nicht genug Geld, dann ist es natürlich ideal. Nur bedenkt bitte, dass halt jedes Mal in die Stadt reinfahren, das halt schon nervt und das sind schon 20 Minuten circa. Okay? Mahmutlar sind halt nur 10 Minuten. Ja. Okay, dann schauen wir uns mal jetzt die Wohnung an. Und hier das eine Schlafzimmer, in dem Fall Kinderzimmer. Das hier ist übrigens eigentlich ein Balkon. Das hier ist eigentlich ein Balkon, das haben sie zugemacht. Und haben sie als drittes Zimmer verwendet, also Anführungsstriche 4-Zimmer-Wohnung für 25.000. Aber natürlich ist es kein Zimmer, sondern ein Balkon. Deswegen ist es auch so schmal. Und hier ist der Hauptbalkon, schön groß. Das ist echt interessant. Schön großes Teil. Und hier haben wir das Bad. Hier ist der Eingangsbereich. Natürlich dürft ihr jetzt da nicht etwas Besonderes erwarten für 25.000. Aber es ist halt was Stabiles, Robustes und es ist schön gelegen, ruhig gelegen, im Grünen gelegen. Hier ist das Wohnzimmer, die Küche, nochmal das Wohnzimmer, eigentlich auch schön groß. Quadratmeterzahl haben sie zwar mit 100 angegeben, aber ich sag mal eher 75, 75 rum. Ja, also wer Lust hat auf diese sehr, sehr günstige Drei-Zimmer-Wohnung. Hier ist das andere Schlafzimmer. Wer Lust hat auf diese sehr günstige Wohnung, meldet sich. Ich denke mal, die ist jetzt heute Abend schon weg. Ja, weil die ist wirklich der Hammer und ich kenne genug Leute, die eigentlich nur weg wollen. Ja, das ist der Zugangsbereich, der Gartenbereich und hier kleiner Spielplatz noch, gehört auch alles dazu. Hier nochmal das Wohnzimmer. Und ja, Pool ist nicht in Funktion, nur zur Info. Nebenkosten sind ca. 100 türkische Lira im Monat. Okay, so viel von mir mal, meine Lieben. Wer Interesse hat, meldet sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Eigentlich ein Top-Objekt, also wer weg will, soll sich das zulegen. Wer aber seine Freunde sehen will, wer vielleicht jeden zweiten Tag essen gehen will und so weiter, dafür ist es zu weit weg. Ja, weil wir sind halt nun mal in Kestel, Mahmutlar, sind hier unsere meisten Leute. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.